Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Wie angekündigt werde ich diesen Monat euch viele Wintervorbereitungen zeigen und fange dann mit getrockneten Tomaten an. Das Wetter ist in Deutschland mittlerweile so schön, dass man auch hier Tomaten und viele Gemüsesorten trocknen kann. Ich habe es einfach getestet, ob es klappt, und es hat geklappt, deswegen zeige ich euch auch das Video. Es gibt in Lebensmittelläden getrocknete Tomaten, aber selbst getrocknete Tomaten haben einen intensiveren Geschmack, und ihr wisst, wie ihr das getrocknet habt. Wie gesagt, da das Wetter auch sehr schön ist, könnt ihr das nutzen, und zeige euch dann sofort die Zutaten dazu. Was ich aber noch sagen wollte, ist, also für dieses Jahr ist das natürlich vorbei. Ich hatte diese Videos schon mal vorbereitet, habe leider keine Zeit gehabt, euch zu zeigen. Aber ihr könnt euch das Video schon mal merken und eure Tomaten für nächstes Jahr trocknen. Jetzt komme ich aber zu den Zutaten. Am besten eignet sich Eiertomaten. Das sind diese Roma-Tomaten. Die kann man sehr gut trocknen. Die werden einfach in 4 Teile geteilt. So. Und dann einfach so geöffnet. So kann man die trocknen lassen. Die werden dann natürlich mit reichlich Salz bestreut. Dafür nehme ich dann mehr Salz. Und ich habe dann auch noch ein paar Cherrytomaten gekauft. Die will ich auch trocknen. Die werde ich dann einfach in der Mitte einmal durchschneiden. Weil die ja klein sind, trocknen sie ja sehr schnell. Ich zeige euch aber gleich, wie ich das auf meine Terrasse trockne. Ihr könnt das auch auf der Fensterbank trocknen, weil, wie gesagt, die Temperaturen sind super geeignet dafür jetzt. Jetzt werde ich reichlich Salz darüber bestreuen. Wie gesagt, ich habe mehr Salz genommen. Dann werde ich auf einen Tisch eine Decke geben, und dann kommen die Tomaten darüber. Ich habe die Tomaten jetzt auf einem Tisch drauf gegeben. Darunter habe ich dann ein sauberes Tuch, und die Tomaten habe ich dann reichlich mit Salz bestreut, damit sie nicht schlecht werden. Zum Testen habe ich dann auch ein paar Strauchtomaten genommen. Wie gesagt, das ist nur ein Test. Und wenn es mir gelingt, könnt ihr das auch nächstes Jahr selber machen. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Tomaten keinen Regen abbekommen. Also die nächsten Tage soll es ja nicht regnen. Falls es regnen sollte, passt bitte darauf, dass sie nicht nass werden. Wenn sie Regen bekommen, dann werden sie schlecht. Nach einer Woche sind die Tomaten fast wie getrocknet. Aber die müssen richtig trocknen. Die dürfen nicht feucht sein. Da das Wetter noch warm ist, lasse ich die draußen noch, bis sie dann auch vollständig austrocknen. Nach genau 4 Wochen sind meine Tomaten vollständig getrocknet, ausgetrocknet. Und die könnt ihr dann in einem Stoffbeutel aufbewahren und bei Bedarf natürlich verbrauchen. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Die schmecken wirklich super, super lecker. Und ich werde euch dann auch noch die nächsten Tage noch ein Rezept zeigen, wie ihr fürs Frühstück Tomaten marinieren könnt. Marinierte Tomaten schmecken richtig lecker und mit selbstgetrockneten natürlich besonders gut. Euch wünsche ich viel Spaß dabei, nächstes Jahr erst, und wenn es wirklich die Gelegenheit geben sollte und in einigen Gebieten das Wetter noch warm ist, könnt ihr das natürlich machen, und sage tschüss bis zum nächsten Video.